Moin und Leute, willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda, A Link to the Past, Finale, woohoo. Jetzt geht's an Gen und dann im letzten Part haben wir den Turm platt gemacht, beziehungsweise Arcanim und ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Wer hätte gedacht, dass ein kleiner Storch wie du so viel Ärger macht? Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich, Arcanim, zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Kein Olala. Das ist aber schade. Dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Die Macht ist dir zu Kopf gestiegen, mein Freund. Wieso machst du sowas? Das finde ich nicht gut. Kann ich ihn jetzt schlagen? Ah, ja, okay. Cool, dann kann ich ihn einmal schlagen. Ich kann ihn schlagen. Ja, dann mach doch mal hier dein Pim, Pim, Pim. Wow, ich bin da fast reingelaufen. Sucht er nach mir? Hallo, ich stehe direkt vor dir, Junge. Na, mach das mal. Das war blöd. Egal. Ich habe das Master-Schwert. Sag mal, ist das eigentlich so der erste Teil, wo man halt nicht so wirklich das Master-Schwert hat und ich mich fast erschrocken habe? Danke, Geometrie. Nee, das ist echt so ein Teil. Wir haben das Masterschwert gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das hier so in der Form überhaupt erringen kann. Ich glaube, irgendwie nicht. Ich habe immer was von einem Goldschwert gelesen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe mich da jetzt nicht so wirklich drum gekümmert, das zu bekommen. Ich habe halt... Boah, nee, das sieht nicht gut aus. Das mag ich, glaube ich, nicht. Das möchte ich nicht. Nein, das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Wie? Bist du behindert? Nein! Die treffen mich natürlich auch noch, ne? Das finde ich nicht gut. Ich kann hier... Okay, ich gehe weg. Obwohl, warte mal. Du gehst weg, Junge. Ja, natürlich treffen mich die... Ups, scheiß Viecher noch. Nee, so haben wir nicht gewettet, Gen. Du machst Magie, ich mach Magie, wir machen Magie Magica. Nein! Gennen. Ups. Böse. Ich wollte. Das ist böse. Das finde ich nicht gut. Nein. Ich kann mich auch nicht bewegen, ne? Wow. Ich habe zwei Feen. Das ist alles okay, Leute. Also. Das machen die mit Absicht, oder? Kann ich ihn theoretisch eigentlich so auch von der Ferne her angreifen mit... Nein, kann ich nicht. Ich kann... Kann ich vielleicht... Nein! Ach, scheiße, ich habe kaum Magie. Better save... Ganz schön tapfer, Junge. Aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. Nein! Was? Sag mir jetzt nicht, ich brauche Magie. Ah, bitte nicht. Was soll ich denn jetzt mit der scheiß Ledermaus machen, außer dass sie mir voll auf den Sack geht? Wow, Computer sagt nein, cool. Ja. Wie scheiße ist das denn? Hä? Wieso wird dann blau? Also entweder da, wo die Fledermaus rauskommt, muss ich hin und ihm schlagen. Oder ich muss die Fledermaus irgendwie dazu bringen, mir die Fackeln anzumachen. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich das machen möchte. Oder kann ich zufälligerweise mit einem Pfeil da durchschießen? Von wegen Feuerpfeil? Was? Leute, ich habe keine Magie mehr, das wissen die. Ne? Was soll ich denn jetzt hier machen? Nee, Feuerpfeil hat es jetzt auch nicht gegeben. Ha! Nee, wie mache ich denn das jetzt? Wow, ich bin runtergefallen.
Oh nein, ich muss dann nicht den ganzen Scheiß nochmal machen, oder? Das wäre jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, weil dann würde ich mich heilen gehen. Wo bin ich? Sobald Genom benommen wird, gib den Rest mit Silberpfeilen. Ich habe keine Silberpfeile, ich habe normale Pfeile. Hätte ich mir was holen müssen? Oh nein, sag mir nicht, ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Dann machen wir den ganzen Scheiß nochmal, aber halt wirklich so, wie ich es dann auch möchte. So nicht. Das ist ja Kacke. Muss ich halt echt Magie sparen mit dem Bannerstab. Ist ja noch nicht so gut, weil wegen Feuer, ne? Bla 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 bla. Haben wir schon gehört. Ich will dich schnetzeln. Junge, ich weiß, wie es geht. Ich schnetzel dich. Okay, ich hab's wieder fast vergessen. Hallo, ich treffe ihn doch. Silberpfeile, fuck, Alter. Also, früher waren es ja immer die Lichtpfeile, wenn ich das mal so anmerken darf. Hier sind es die Silberpfeile. Ich glaube, dieser Teil, der müsste aber auch relativ weit am Ende einer möglichen Chronik von Zelda spielen, mehr oder weniger, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Das finde ich ja ganz interessant. Zelda spielt ja eigentlich so auch mit dem Gedanken von Parallelwelten. Also diese Möglichkeit, wenn dann, wenn das und das eingetreten ist, dann passiert diese und jene Abfolge, dieses Ereignis. Und im Prinzip habe ich halt mehrere Möglichkeiten. Das finde ich ja, sind ja quantenphysikmäßig ein paar Parallelwelten. Aber vielleicht sehe auch nur ich das so. Keine Ahnung. Doktorarbeit über Zelda schreiben. Hätte ich voll Bock drauf. Das sind jetzt schon Zelda. Theoretisch würde ich ja sehr gerne, wir wissen es alle, psychoanalytisch mit Majora's Mask arbeiten, besonders halt unter dem Aspekt des Todesgedanken. Modell von Kübler-Ross. Es gibt da sehr viele, die halt aufs Game Theory sich beschränken und sagen, jo, andere widerlegen es. Und viele, die haben gesagt, ja, aber in den und den Punkten hätte ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen müssen. Ich denke mir da einfach nur so, nein. Das ist schon so richtig. Das kannst du auch wirklich an jedem Ereignis halt belegen. Klar musst du dir noch zusätzliche Literatur suchen, zum Beispiel der Manga. Die gibt ja meistens auch noch mal ein bisschen Aufschluss. Dann auch natürlich Statements von Nintendo, wenn es da welche gibt. Ich müsste mal gucken, was sind so nochmal Hyrule Historia, so jetzt haben wir es. Da sind ja auch schon ein paar Hinweise darauf, beziehungsweise auch schon festgesetzte Statements, die du auch mit anderen Videospielen im Zelda-Bereich prüfen lassen kannst. Das sind dann halt Quellen, die du nutzen kannst. Klar, es ist wieder alles sehr abstrakt, da es ein virtuelles Spiel ist. Du könntest natürlich auch forschen, was denn halt das jetzt bei Probanden auslöst oder ausgelöst hat, die dieses Spiel gespielt haben, wobei es natürlich auch interessant ist, welches Alter, welches Geschlecht, war es beim Erstspielen, beim, keine Ahnung, wann wurde das letzte Mal überhaupt das Spiel gespielt, waren die Eindrücke vielleicht auch Vergleich der älteren Generation, das heißt die, die es auf der N64 gezockt haben, versus der Probanden, die es auf dem 3DS ge... Hallo, warum... Naja, toll, ich drücke die ganze Zeit auf die falsche Taste, geil. Ne? Wie kommt es da denn halt zu Unterschieden? Gibt es da Unterschiede? Was für Emotionen löst eventuell auch dieses Spiel aus? Oder die Erinnerung? Das ist ziemlich komplex und... Ah, nicht schlimm. Ich hab Feen. Tja. Das wäre für mich dann... Würde ich gerne forschen, sagen wir es mal so. Weil ich bin mit diesen Spielen groß geworden. Ich war unter anderem ja auch zu dem Zeitpunkt in der Grundschule. Wie mit Jerome. Oh, ich glaube, ich muss doch jetzt mal so langsam auf Safety First umsteigen. Da zieht mir aber keine Magie ab, wenn ich mich nicht bewegen kann, oder? Gut, eigentlich kann ich auch die Magie sparen. Können wir jetzt bitte hier... Okay, da bin ich mich gerade gewundert. Er will mich verarschen, da kann ich doch... Wenn ich hier... Ach, das ist doch... Birnerstab.
Halt, jetzt brauche ich einen Binnenstab nämlich nicht. Jetzt. Was ist besser? Ist Lampe besser oder. So, jetzt ist die Frage Silberpfeile, wenn der Typ betäubt ist, Anführungsstriche. Hey, wir machen es jetzt richtig spannend. Ich habe keine Silberpfeile. Oh nee, Junge, das ist doch jetzt echt ein Witz. Jetzt muss ich hier nochmal... Das haben sie sich aber blöd einfallen lassen. So, wie gesagt, Silberpfeile, wenn der Assi betäubt ist. Hä? Das sind keine Silberpfeile. Ich habe keine Silberpfeile. Brauche ich Silberpfeile? Boah, bitte nicht, ne? Ich kann den nur so anditschen. Ich habe keine Silberpfeile. Wenn er betäubt ist. Oder meinen die das vielleicht dann ganz anders? Ich habe keine Silberpfeile. Ich habe auch kein Herz. Ich hab nur was. Ich bin gleich tot. Wow. Was meinen die mit Silberpfeile? Oh, jetzt darf ich den ganzen Ratzen nochmal machen. Okay. Oh toll, meine Klausur wird wahrscheinlich vorverlegt, das ist jetzt nicht euer Ernst. Was nehme ich denn? Den packe ich einfach schon mal zur Sicherheit hin. Ja. So, ein bisschen ausweichen, ein bisschen draufhauen, ein bisschen bashen. Bim, 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 bim. Ich fändling nicht. Aber das schockiert mich ehrlich gesagt jetzt doch Silberpfeile. Boah, die können doch nicht allen Scheiß voraussetzen. Oder es ist halt nur optional, dass halt, wenn er betäubt ist, kann ich theoretisch nochmal da einen hinterher sitzen. Hab's halt verpeilt, das bis jetzt zu machen und muss jetzt einfach nur draufschlagen. Boah, bitte ja, weil das weiß uns echt endungeil, das. Bitte nicht. Toll. Das. Ja, jetzt bin ich nochmal reingelaufen. Das fängt doch schon wieder scheiße an. Scheiß drauf. Oh! Scheiß doch nicht drauf. Mist. Mir gefallen die Feuerfledermäuse nicht gerade so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Bashing. Bashing through the snow statt dashing, ganz ehrlich. Weil, ey, Junge. Fledermäuse! Ich mag Fledermäuse. Oh! Toll, Vieh. Tolle Karte, tolle Wurst. Hallo? Ey, stehe ich direkt daneben, schlag den an und nichts passiert. Oh. Komm, mach deine Fledermaus, Junge. Komm, komm. Ich meine, das ist eine schöne Animation, das sieht auch toll aus. Aber so für den Endverbraucher, für mich ist das nicht so geil. Hallo, ich hau den. Keine Reaktion, wie behindert ist das denn? Eben ging es doch auch noch. Ach, leck mich. Das ist doch hier echt ein Witz. Also wenn ich das jetzt in diesem Anlauf nicht schaffe, dann muss ich mir echt mal überlegen, Silberpfeile? Ist das wirklich wichtig? Boah, fuck it. Letzte Fee. Scheiße. 30 Sekunden haben wir noch. Ich glaube, das wird nichts, ne? Für mich heißt es dann, sich Gedanken machen. Silberpfeile. Weil so die Phasen haben wir jetzt eigentlich recht gut überlebt. Ich weiß auch nicht, wie viele noch kommen wird. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht sagen, weil, naja, ich das nicht weiß. Oh, wir sind gerade in einer neuen Phase gelandet. Toll.
Ja. Jetzt kriege ich mich die Fledermaus auch noch, oder? Ups, Timer. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir schauen mal, wie weit wir das machen. Ich glaube, ich... Ja, danke. Lass das auf jeden Fall so. Im Sinne von, die Holzen, die ich... Oh, ich bin gleich tot. Da, so. Fertig aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch viel Spaß und Way.